Hallo, Ralf Südtick hier mit einem neuen Video. Ja, ich habe zwei Päckchen bekommen. Einmal die Bestellung von der PC, da weiß ich, was da drin ist. Das ist einmal das. Und ich habe ein Mystery-Päckchen bekommen. Das ist einmal das hier. Von Kino Olli habe ich das bekommen. Und ja, da wechsle ich aber gleich die Perspektive. Aber als erstes packe ich mal. Als erstes packe ich mal das von der PC aus. Das ist einmal das hier. So. Ja. Soll ich mal eine Abrechnungsseite aufmachen? So, da sind zwei Blu-rays drin. Also nicht verschont zur Seite legen. Das sieht schon gut aus. Einmal. Und, komm schon her. Und zweimal. So, und zwar habe ich mir von JPC einmal Logan schicken lassen, Logan the Wolverine. Also der Comic heißt, glaube ich, Old Man Logan. Und das ist einmal die Blu-ray Logan und die Blu-ray Joker, also der Joker-Film mit Joaquin Phoenix und Robert De Niro. Genau. Ja gut, das ist einmal die Bestellung von der PC. Und jetzt wechsle ich mal gerade mal die Perspektive und dann geht es gleich weiter mit dem Video. Einen Blick. So, da bin ich wieder. So, dann packen wir mal dieses Mystery Päckchen aus. Und ich stelle das auf den Tisch neben mir. Dann brauche ich einmal mein Messer, um das aufzuschneiden. So. Das ist aber gut. Das ist aber sehr gut zugeklebt, muss ich sagen. So, ja, gleich habe ich es. So, wie ich sehe, sehe ich erstmal Verpackungsmaterial. Das kommt jetzt mal zur Seite. Noch mehr Verpackungsmaterial. So, da ist ja schon was. Dann schaue ich mal, was mir der gute Olli so geschickt hat. Da hinten war einmal Dreamwatcher. Eine Blu-ray. Okay. Dann geht's weiter. Die Flut, eine Stadt versinkt. Okay. Das scheint. Ah ja, ich das, das ist so eine Digibook oder so. Wie man diese Verpackung nennt. Ein Katastrophenfilm. Da bin ich ja für zu haben, für sowas.
So, weiter geht's. The Signal. Mal diese DVD. So. Das ist alles Filme, die sagen mir überhaupt nichts. Also kenn ich echt die Titel. Die Brüder im Wind, okay? Mit Jean Reno, Tobias Moretti und Manuel Camacho, oder? Okay. Dann ja, bin ich auch mal gespannt. So, weiter geht's. Red Dawn. Ah, okay. Den habe ich schon mal gesehen. Das ist das, hier, ich sage das mal. Das ist das Remake von Rote Flut. Ja, genau. Einmal der. Fröhliche Ostern. Jumper Bimondo. Den habe ich ja schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Okay. Interessant. Das ist mein erster Film mit Jean-Paul Belmondo in meiner Sammlung. Also ich hab sonst keinen Film mit Jean-Paul Belmondo. Max Schmeling, eine deutsche Legende. Henry Maske, Hanno Ferch, Wladimir Weigel, Otto Abraham. Okay. Ein Biopic. Ah ja, das war's. Ja, danke Olli für diese Sachen, die du mir geschickt hast. Und ja, mit diesem Horrorfilm, da muss ich mal gucken. Also ich habe ja geschrieben, Horror ist nicht so mein Ding, aber da muss ich mal gucken, wie ich damit fahre. Aber die anderen Sachen, also da sind schon sehr interessante Sachen bei. Zum Beispiel dieser Katastrophenfilm. Red Dawn, also sowas gucke ich ja sowieso. Mein erster Film mit Jean-Paul Belmondo in der Sammlung und eine Biografie über Max Schmeling und Brüder im Wind. Vielen Dank für das Päckchen und dass du mir die Sachen zugeschickt hast. Und das war's mit diesem Video. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr irgendwas davon kennt oder so, oder was ihr zu den Sachen sagt. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Video.